Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin wieder unterwegs. Ich bin hier in Thüringen unterwegs. Also gut, ich bin ja fast immer in Thüringen unterwegs, aber ich bin jetzt im Thüringer Wald. Und zwar bin ich hier am Fellberg zugange. Und hier, dieser Teil Thüringens nennt sich ja das Schiefergebirge. Und hier gibt es auch so einen Weg, Weg des Schieferbergbaus. Muss irgendwie ein Panoramaweg sein. Ja, hier bin ich unterwegs. Hier unten ist Mengersreuth-Hämmern, Mengham in einheimischem Dialekt. Mengham, Mengersreuth-Hämmern. Hier hinten ist Steinach. Von Steinach geht es dann hoch Lauscher, Neuhaus am Rennweg. Da oben ist hier diese Glaskugelindustrie zu Werke. Hier direkt hinter mir, man sieht hier schon hier Silbersattel. Hier kann man so ein paar Übungen machen mit Schuhstöcken hier. Ja, dann in die Hocke gehen, Federn, in der anderen Hocke gehen und so weiter. Also hier hinten ist die Skipiste Silbersattel. Winter, ja, wenn es mal schneit, kann man dort hinten vorzüglich Skifahren. Hier diese ganzen Wege sind dann Langlaufläuben. Kann man wunderbar Langlauf hier machen. Aber bei diesen schneearmen Wintern, ich glaube, die Leute hier, die haben es auch schwer hier mit ihrer Skipiste. Das war die Begrüßung wieder. Ich freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, wo ich unterwegs bin. Mal gucken, was ich hier auftut, was ich hier für Motive finde. Ja, hier gleich wieder an ein Motiv. Sonne kommt immer so ein bisschen durch. Ich habe mir hier schon ein Bildchen gemacht und ich würde sagen, ich stelle es euch einfach mal hier vor. Auch von hier hinten ist so ein Holzstapel. Sieht man wahrscheinlich wieder nicht. Habe ich mal hier rüber fotografiert. Den Rest stelle ich euch jetzt hier vor. Wir hören uns. Ja, leider ist die Sonne wieder weg. Man sieht sie am Himmel. Sie ist irgendwo hier links oben, kommt immer mal durch. Jetzt sieht man es wieder hier hinten. Also hier habe ich mir auch mal eine Perspektive mitgenommen. Und zwar teilt sich hier der Wald, einmal geht der Waldweg hier runter, dann teilt es sich, geht hier runter. Und hier hüben dann diese freie Fläche. Nur will ich die Bäume wie den hier, den will ich komplett drauf haben. Ja, auch der Thüringer Wald hat schwer gelitten. Aber ich würde erstmal sagen, also ich habe mir die Bilder schon vorhin mal gemacht, vor 10 Minuten ungefähr, ist die Sonne noch so ein bisschen reingekommen. Hier sind die Bilder. Ja, ich bin mal hier so einen kleinen Waldweg rein, habe wieder eine spannende Komposition gefunden. Ja, das ist hier der Weg des Schieferbergbaus, geht aber hinter mir entlang. Und man sieht hier, wenn ich hier langsam drehe, hier ist dann schon dieser Schiefer hier gut zu sehen. Und das ist auch gleich wieder ein Motiv hier für mich.
Denn hier vorne kommt das Licht jetzt von hier oben, von rechts oben hier rein und beleuchtet hier die Szene hier so schön, dieses Moos bewachsen. Es ist auch noch so ein Lichtschattenspiel. Und dieses Bild hier, linker Baum hier, hier soll dann so der Abschluss sein. Vielleicht noch ein bisschen beschneiden, dass die Ränder hier hüben und drüben noch ein bisschen enger sind. Aber dieses Bild hier will ich mir mitnehmen. Vor allem, es verfärbt sich jetzt alles hier so richtig schön. Dieses Herbstlaub. Und ja, hier ist das Bild. Ja, auch in die Richtung tut sich eine schöne Lichtstimmung auf. Die Wolken, ja, Hammer, genial. Aber das Wetter, so wie es aussieht, verheißt es nichts Gutes. Ich drehe mich mal in die Richtung. Ja, auch hier habe ich mir ein Bildchen mitgenommen. Hier in den Gegenhang hier drüben ist noch so ein bisschen Licht drin. Hier unten kommt auch ab und zu ein bisschen. Dann hier hinten und dann dieser dramatische Himmel. Aber hier hinten, ihr seht, das ist schon schwarz. Ich weiß gar nicht, wohin das zieht. Wenn das zu mir her zieht, dann sieht das Ganze schlecht aus. Aber ich würde euch erstmal sagen, ich blende euch mal die Bildchen ein. Was heißt die Bildchen? Das Bild. Hier ist das Bild. Ich habe mir jetzt mal ein Zeitraffer gemacht von diesen dramatischen Wolken, die hier so über diesen Feldberg drüber ziehen, und dann auch gleich mal hier noch eine Location aufgetan, die mir eigentlich sehr gut gefällt. Dazu drehe ich euch einfach wieder rum. Ja, das eine Bildchen ist wie hier. Dieses schöne Herbstlaub. Man muss halt immer warten, bis so ein bisschen die Sonne hier reinkommt, dass das so ein bisschen beleuchtet wird. Ja. Weiß nicht, ob mir das richtig gelungen ist. Dann will ich den hier, abgestorben ist er nicht, den abgebrochenen, den will ich so rechts haben. Und dann hier diesen hier links hier drüben. Dann ist irgendwie, kriege ich das drauf? Ah, den hier will ich, hoppla, den hier will ich auch noch so mit drin haben. Also so ungefähr ist mein Bildausschnitt. Dann ist hier unten so ein altes Stück Holz. Das will ich auch mit drin haben. Und ja, hier ist das Bild.
Ja, nächste Location. Nächste Location. Einfach. Es gibt ja hier so einen findigen kleinen YouTuber. So ein kleiner Mann aus Mühlhausen, glaube ich. Der auf engstem Raum findet der 1000 Motive. Ja, der Mann hat recht. Ich bin jetzt hier einfach nur 30 Meter die Straße ein Stück hochgelaufen. Nächste Location. Ich drehe euch wieder um und stelle es euch vor. Ja, das wäre dieser Ausschnitt mit dem Baum hier drin und den hier. Und dann dieser also heute ist wirklich dramatische Himmelstime. Und ich bin dann irgendwie weitwinkliger. Das war's. So ungefähr war das Bild. Und ja, das blende ich euch hiermit mal ein. Viel Spaß damit. Ja, der nächste Bildausschnitt. Ja, ich krieg den jetzt hier gar nicht mehr so richtig hin. Hier unten ist irgend so ein Stock. Dann dieser Baum hier, ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Irgendwie so. Dann glaube ich nochmal, also das ist jetzt ein bisschen dilettantisch hier. Ja, ich weiß nicht mehr. Hier habe ich mir zwei Bildausschnitte mitgenommen. Ja, die zwei Bildausschnitte blende ich euch ein. Also während die Zeitrafferaufnahme hier gelaufen ist, bin ich mal das kleine Stück hierher gelaufen, habe mir die beiden Bildausschnitte mitgenommen. Die kriege ich aber jetzt hier nicht mehr so richtig zusammen. Aber hier sind die Bilder. Ja, wieder ein schönes Motiv hier entdeckt. So ein kleines Bäumchen, ja, so klein ist er nicht. Dreh mal rum, das wird der hier. Den hier so richtig schön in Szene gesetzt. Ja, schade, dass das Licht jetzt weg ist. Aber der Himmel ist immer noch, na, hier hinten ist noch richtig voll die Struktur drin. Ja, das Bild habe ich mir immer aus dieser Perspektive mitgenommen. Und bin dann nochmal auf die, oh, jetzt kommt wieder ein bisschen Sonne, bin dann nochmal auf die, praktisch auf die Rückseite gelaufen, habe mir das Bild ebenfalls mitgenommen und dann mal durch diesen Baum, drehe wieder rum, dann stand ich hier drin und habe zwischen diesen beiden Bäumen durchfotografiert in die Richtung hierher zu mir und hier an dem Baumstamm, da hängen so Pilze dran, habe ich mir ebenfalls mitgenommen und wieder eine Drehung und ich würde sagen, hier sind die Bilder.
Ja, meine Lieben, hier an der Feldbergbaude angekommen. Ja, das letzte Mal war ich bestimmt vor 20 Jahren hier. Hier konnte man hervorragend speisen. Klöße, Thüringer Klöße mit Sahnebraten. Ja, aber einfach nur noch trostlos hier. Jetzt ist das hier irgend so ein verwilderter Campingplatz. Also ich bin schwerst enttäuscht hier. Drehe euch mal rum, dass ihr das mal mitkriegt hier, diese Baude. Ja, Fahrzeug wollen wir hier nicht drauf haben. Also hier hinten, das war früher mal ein ausgezeichnetes Speiselokal am Wochenende. Also musste man reservieren, sonst hat man hier keinen Platz gekriegt. Und jetzt, ach, traurig. Ja, aber ein findiger Bursche. Ich habe das Schönberger Lieschen mal angerufen, die hier in der Nähe wohnt, aus früheren Zeiten noch bekannt. Dort gibt es heute Thüringer Klöße und Sahnebraten. Da werde ich mich jetzt dann mal hinmachen und dort mal eruieren, was mit diesem trostlosen Gelände hier passiert ist. Warum, wieso, weshalb, würde mich mal auch schwer interessieren. Denn hier ging die Post ab. Das war wie eine Goldgrube früher. Ja, das soll es gewesen sein. Ein kurzer Fotovlog. Ein Ausflug an den Fellberg in Thüringer Wald, im Thüringer Schiefergebirge. Hat wieder riesen Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich breche jetzt hier ab. Erstens wollte ich hier auch mal ein Bild mitnehmen von diesen Griffelschiefer. Ich war 20 Jahre nicht mehr hier, ich weiß nicht mehr, da konnte man zwischen so Halden durchlaufen und da war hüm und drüben dieser schwarze Griffel, richtige Berge aufgetürmt. Wäre ein geiles Foto gewesen, finde ich nicht mehr. Ja, schade. Ja, vielleicht komme ich noch mal hierher und es tut sich noch mal was auf. Dann, man sieht, das Licht ist auch schwer eingetrübt. Ich mache jetzt, dass ich ans Auto komme. Muss noch über eine Stunde laufen. Und ja, in diesem Sinne, meine Lieben, hat Spaß gemacht. Und ja, wer noch nicht, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Den kleinen Kanal ein bisschen wieder aufzubauen. Vielleicht einen Daumen nach oben, einen kleinen Kommentar. Würde mich riesig freuen, würde mich riesig ehren. In diesem Sinne, bleibt gesund, geht raus zum Fotografieren. Thüringen, immer eine Reise wert. Tolles Bundesland mit einer hervorragenden Küche. Mit einer hervorragenden Kloßküche oder Bratwürste aus Thüringen. Was Besseres gibt's nicht. Ciao, ciao, euer Frankie.